Rockstar Games und die versteckte Botschaft zu GTA 6. Ich verlose GTA 6 als Vorbestellung. Interesse? Dann guck jetzt in die Videobeschreibung. Ja, Freunde, wir haben sicherlich alle von dem neuen Update Drug Wars mitbekommen. Dieses Update ist ein weiteres DLC von GTA Online. Doch dass ein Teaser von genau diesem Update zu so einer extremen Verwirrung sorgen wird, das hat keiner erwartet. Denn für einen kurzen Moment blieb das Herz von jedem GTA-Fan stehen. Denn diese hatten die Hoffnung, dass es der erste Teaser zu GTA 6 sei. Von welchem Video ich rede, das zeige ich euch jetzt. Doch bevor das Video anfängt, Freunde, würde es mich mega freuen, wenn ihr ein Like und ein Abo da lässt und vergiss nicht die Glocke zu aktivieren, damit ihr nichts mehr Neues zu dem Thema GTA 6 verpasst. Doch was war der Grund, warum die Fans gesagt haben, ey, das muss um GTA 6 gehen? Ja, das kann man relativ einfach beantworten. Dieser Teaser war gezielt platziert, damit man diese Hoffnung hat. Also Rockstar Games hat wirklich mit unseren Gefühlen gespielt. Denn dieser Teaser war optisch ohne Sinn und auch ohne Titel hochgeladen worden. Bewusst, damit die Leute spekulieren und diskutieren. Hat auch sehr gut geklappt. Das Video hat innerhalb von wenigen Tagen über 6 Millionen Aufrufe. Mittlerweile hat Rockstar Games natürlich das Ganze aufgelöst und hat es auf YouTube betitelt. Und da steht ganz klar Drug Wars. Also geht es gar nicht um GTA 6. Doch viele wollen das trotzdem nicht glauben, denn diese haben dort versteckte Botschaften gefunden. Und versteckte Botschaften gab es schon öfters. Beim Trailer von Caio Perico war ja auch eine direkte Andeutung auf GTA 6. Ihr wollt mir nicht glauben? Dann zeige ich euch das. Denn in diesem Trailer wurden Koordinaten genannt und wenn man diese Koordinaten dann bei Google Maps eingegeben hat, hat man einen Ort gefunden, der gar keinen Sinn ergeben hat. Außer man achtet ganz genau drauf und sieht ein V und ein I. Oder besser gesagt, man sieht dann eine römische Zahl und zwar die 6. Warum sollte man dann auch nicht diesen Teaser so untersuchen? Ja, und tatsächlich gibt es paar Zufälle. Wenn man sich den Teaser gibt, hört man einen Herzschlag und zwar ganze 6 Mal. Keine 3 Mal, keine 4 Mal, keine 7 oder 8 Mal. Sondern genau 6 Mal. Dann war der Teaser in den typischen Vice City Farben gestaltet. Lila, rosa, blau. Könnten ja auch ganz andere Farben sein. Auch irgendwo eine Anspielung. Und dann kommt noch ein dritter Punkt und zwar der Sound an sich. Viele hören darin einen verzerrten Vice City Sound. Der Vice City Sound hört sich so an. Und der Teaser so. Und wir wissen ja, GTA 6 wird in Vice City spielen. Also könnte das auch irgendwo ein Hinweis sein. Denn viel Zeit hat Rockstar Games eigentlich gar nicht mehr. Denn laut dem Take-Two-Vertrag müssen die GTA 6 spätestens im März nächstes Jahres ankündigen. Ach ja, und außerdem gab es da noch eine ganz wichtige Information und zwar den Hasen. Ja, Freunde, das ist ein trolliger Beispiel. Und das geht schon ein bisschen in die verrückte Schiene. Also man sollte mit den Hinweisen nicht übertreiben. Denn sonst sieht man dann irgendwann in jedem Frame ein V und ein I. Ja, Freunde, was sagt ihr zu den Hinweisen? Könnte was dahinter stecken oder nicht? Schreibt eure ausführliche Meinung in die Kommentare. Abonnieren nicht vergessen, sonst hab ich nichts mehr zu essen. Liken, teilen, wär so geil, denn ich hab auch nichts mehr zu gleiten. Deine Meinung kommentieren und die Glocke aktivieren und jetzt keine Zeit verlieren, einfach überreagieren. Olé!